Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute will ich mich mit euch mal über ein Thema unterhalten, was, glaube ich, gerade für Anfänger sehr, sehr wichtig ist, nämlich ist Optionshandel eigentlich etwas sehr, sehr Simples oder sollte man es von so einem hohen akademischen Grad heraus betrachten? Ich sitze heute in einem Coaching mit einem Kunden und wir unterhalten uns und dann sagt er mir, Mensch, ich habe mich vor kurzem mit jemand getroffen und der hat mir über seinen Optionshandel, mit dem habe ich mich über seinen Optionshandel unterhalten und der wusste wahnsinnig viel über Optionen. Ne? Also der kannte sich da extrem gut aus, hat er mir erzählt, der wusste alles über die Kennziffern und der wusste alles über Herleitung, Black-Scholes-Formel und er kannte Strategien, die wir zum Beispiel jetzt hier im Trading so gut wie nie anwenden, also so, ich sage es immer, relativ komplizierte Strategien, da können wir auch nochmal ein extra Video machen, warum viele Coaches so komplizierte Strategien gerade im Optionshandel zeigen. Und er erzählte mir dann, dass er sich persönlich so ein bisschen, naja, unwissend vorkam. Ne? Also er hat so das Gefühl gehabt, Mensch, der andere weiß doch so viel mehr. Und dann sagt er, dann sind wir aber mal aufs Trading gekommen, also auf das, was tatsächlich gehandelt wird. Und da hat ihm dann dieser, mit dem er sich da unterhalten hat, hat ihm dann erzählt, dass er selber gar nicht so zufrieden ist mit seinem Handel, gar nicht so erfolgreich ist und aber jetzt weiter forscht an neuen Dingen. So, und da ist mir etwas bewusst, oder da, als ich das gehört habe, musste ich so innerlich ein bisschen schmunzeln, weil das ist eine Erfahrung, die ich auch in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gemacht habe und die in den allerersten Jahren bei mir etwas immer ausgelöst hat. Nämlich, ich saß sehr, sehr häufig mit irgendwelchen Leuten zusammen. Ich habe zum Beispiel Vorträge beim VDAT gehalten und da saßen dann welche im Publikum und die haben mich dann immer Dinge gefragt, wo ich ehrlich gesagt nichts antworten konnte, weil ich es einfach nicht wusste. Ne? Und dann ist man halt hinterher in so einer schönen Runde irgendwie zusammen mal was essen gegangen, hat ein Bier schon getrunken und dann haben die Jungs immer erzählt, was die alles wussten. Die kannten jeden Indikator und die kannten Handelssysteme, die konnten programmieren und also die konnten ganz, ganz verrückte Dinge machen. Am Ende war es aber immer so, wenn man die gefragt hat, und wie schaut es aus mit eurem Handel, dann hatten die alle immer nur Mini-Konten, wenn überhaupt. Die meisten haben sich sogar nur theoretisch mit dem Handel beschäftigt. Und am Anfang hast du dann immer so wirklich das Gefühl, du bist so ein bisschen der dumme, naive Junge. Du denkst, du kommst immer zu Leuten, die ganz viel wissen. Wenn du aber aufs Konto schaust, dann stellst du fest, naja, ich mit meinem wenigen Wissen verdiene aber eine ganze Menge Geld an der Börse und ihr ganzen Schlaumeier, jetzt mal ein bisschen respektlos gesagt, ihr könnt zwar alle schlau reden, aber am Ende kommt bei euch nichts raus. Und beim Optionshandel ist es natürlich so, dass gerade der Optionshandel sich extrem gut eignet, um Gespräche auf extrem hohem akademischen Niveau zu führen. Jetzt muss ich sagen, ich bin ja ein Unstudierter. Ne? Also ich habe ja nicht studiert. Das ist jetzt nichts, worauf ich stolz bin. Ich schäme mich aber auch nicht dafür. Und es hat sich halt einfach so ergeben. Ne? Mein Berufsweg war eben etwas kurios, ein bisschen anders. Aber beim Optionshandel triffst du ganz, ganz häufig Menschen, die natürlich dieses Mathematische, dieses Akademische, was man mit den Optionen machen kann, wo die sich dann stundenlang darüber auslassen können, wo die dann die sechste Ableitung der Volatilität machen, wo die dann sagen, ja, ich schaue mir zum Beispiel diese Volatilität in der TWS an und ich habe jetzt aber festgestellt, dass nach meinen Modellen die Volatilität viel, viel besser berechnet werden kann. Also die ist gar nicht 39,7, sondern die müsste eigentlich 38,2 sein. Und ich frage mich dann immer, was bringt euch denn das für die Praxis? Also wenn du jetzt als Quant eingestellt bist bei einem Hedgefonds, der irgendwie Milliarden von Dollar verwaltet und wo es um kleinste Diskrepanzen geht, ne? Also wo es darum geht, dass du als Market Maker aller kleinste Arbitragemöglichkeiten am Markt nutzt, was ja bei Optionen im großen Stile durchaus machbar ist, dann ist solches Wissen sicherlich nützlich und sinnvoll. Aber für uns als Private,
die wir mit ganz normalen Strategien handeln. Ne? Also wir verkaufen Calls, wir verkaufen Puts oder irgendwelche Kombinationen. Viel mehr machen wir doch gar nicht. Da finde ich diese ganzen akademischen Zerredereien, ne? Nenne ich es jetzt mal, weil da wird eigentlich das Trading zerredet, es wird in alle Einzelteile zerlegt, aber am Ende kann es dann keiner mehr zusammenfügen und es kommt nichts raus. Und deswegen finde ich diese ganze Zerrederei absolut kontraproduktiv. Und deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr mal auf so Leute trefft, dann fragt euch immer mal, handelt der denn auch? Handelt der denn auch erfolgreich? Das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht Leute gibt, die wahnsinnig viel Fachwissen haben und nichtsdestotrotz gut traden. Ne? Und das heißt auch nicht, dass man quasi mit Halbwissen erfolgreich traden kann. Man muss schon gewisse Grundlagen auch hier beim Optionshandel beherrschen. Aber als ich damals in Chicago war, und hatte ich das Glück, nicht nur an der CME, also bei den Future-Jungs zu sein, sondern auch an der CBOE, also da, wo die ganzen Aktien- und Indexoptionen gehandelt werden. Und wenn du dich da mit Optionshändlern unterhalten hast, dann konnte von denen kein einziger, ich habe wirklich keinen einzigen getroffen. Und ich habe mir dann immer einen Spaß daraus gemacht und habe die gefragt. Habe gesagt, erklär mir doch mal die Black-Scholes-Formel. Und das konnte kein einziger. Kein einziger konnte dir diese Formel herleiten. Die wussten schon alle, für was die da ist, ne? Dass man da eben einen theoretisch fairen Wert der Option berechnen kann. Die wussten auch alle, was ein Delta ist und ein Vega und alle diese Dinge, das wussten die. Aber diese Feinheiten, ich nehme es mal ein ganz böses Wort, ne? wenn es euch nicht passt oder wenn YouTube das sperrt, dieser akademische Dünnschiss, der da immer so verbreitet wird, ne? Das hat die Jungs alle nicht interessiert, denn die haben gesagt, hey, wir sind aus einem einzigen Grund hier und das ist Geld verdienen. So, und deswegen konzentriert euch auf das, was euch wirklich voranbringt, auf die wichtigen Dinge, nicht auf die Feinheiten, die es zwar alle gibt, die euch aber in der Praxis nichts nützen. Es gibt genügend Akademiker da draußen, das soll übrigens keine Akademikerschelte sein, ne? Gottes Willen, schalten die ganzen Akademiker ab, nein. Also, es gibt aber genügend Theoretiker da draußen, die wissen alles besser als ihr. Das Problem ist bloß, hätten die nicht alle einen Job, wo sie Geld verdienen würden, sondern müssten ihr Geld an der Börse verdienen, dann wären die alle schon verhungert. So, und deswegen, fühlt euch da nicht klein, fühlt euch da nicht dumm, sondern mit eurem Wissen, was ihr habt, wenn ihr damit Geld verdient an der Börse, seid ihr tausendmal weiter als diese ganzen Schlaumeier, die alle so tun, als ob, aber am Ende überhaupt keine Ahnung haben, wie wirklich Börse funktioniert. Und wie gesagt, Börse ist keine Raketenwissenschaft, Optionshandel ist keine Raketenwissenschaft, sondern es ist ein erlernbares Handwerk. Natürlich muss man ein paar Dinge lernen, man kann nicht ganz blind durch die Gegend rennen, aber man braucht sicherlich keine 20 Jahre Studium, bis man Optionshandel begriffen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch an der Börse alles Gute. Schreibt mir mal eure Erfahrungen, die ihr habt mit solchen oder bei solchen Gesprächen, einfach mal hier unten in die Kommentare. Seht ihr es vielleicht auch ganz anders? Also es ist ja nur meine subjektive Meinung. Sagt ihr vielleicht, nein, man muss diese ganzen Details wissen? Dann schreibt mir das mal rein, dann können wir uns darüber unterhalten. Ich freue mich auf euch, aufs nächste Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Und bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.